Und für unser Comeback nach den Sommerferien starten wir durch in die Karibik. Kuba erlebt einen neuen Tourismusboom, doch die Insel bewahrt ihren geheimnisvollen Charme. Im Gassengewirr von Havanna fühlt man sich ab und zu wie ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Die Erinnerungen und Romane des französisch-kubanischen Schriftstellers Alejo Carpentier führen uns jetzt durch diese magische Stadt. Der barocke Charme der lebendigen und musikalischen Metropole Havanna fasziniert den französischsten aller kubanischen Schriftsteller sein Leben lang. Alejo Carpentier. Erst Journalist, dann Romanschriftsteller und in den 1970er Jahren schließlich Botschafter Kubas in Frankreich entschlüsselt Carpentier die Sprache von Havannas Architektur. Er macht die Stadt zu seinem Laboratorium, auf der Suche nach dem, was er das wunderbar Wirkliche nennt. In seinen Werken nimmt er uns mit in die Straßen der kolonialen Stadt, wo Zauber und Alltag ineinander übergehen. Im zarten Morgenlicht wird die Realität in Havanna von einer merkwürdigen Patina überzogen. Etwas Magisches liegt in der Luft. Havanna, Havanna. In diesem wunderbaren Havanna, wo die Fahrer der Fahrradtaxis Tenorstimmen haben. Havanna hat mich verzaubert. Es erfüllt mich ganz. Ich liebe den Duft der Stadt, ihre Straßen, die Nähe zum Meer. Mit all dem werden wir groß. Es ist, als hauche sie uns Leben ein. Wie seine Muse Havanna ist auch Alejo Carpentier das Produkt einer Mischehe. 1904 kommt er in Lausanne als Sohn einer russischen Mutter und eines französischen Vaters zur Welt. Der Vater ist Architekt und beschließt auf der Karibikinsel, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Europäer fasziniert, sein Glück zu versuchen. Man muss bedenken, dass Kuba erst 1902 unabhängig wurde. Es bietet also zahlreiche Möglichkeiten für Neubauten. Es ist eine neue Welt und eröffnet Perspektiven. Eine Welt im Werden. Doch die koloniale Vergangenheit ist noch spürbar. Der historische Kern der Stadt um die Kathedrale herum, einem Meisterwerk des Spätbarock von 1748, hypnotisiert den jungen Alejo Carpentier. Anfang der 1920er Jahre ist der Platz vor dieser Kirche, einer der ältesten Lateinamerikas, Ausgangspunkt seiner ersten literarischen Versuche als Jugendlicher. Er erzählt, wie er vom Platz vor der Kathedrale durch die Straße El Empredado, wie sie damals hieß, nach Hause geht. Dieser Teil der Stadt besaß tiefe Bedeutung für ihn. Dieser Stadtteil trägt den vielsagenden Namen Habana Vieja. Dort streift Alejo ständig herum und lauscht den Gesprächen, die Mensch und Stadt seit Jahrhunderten führen, ohne jedwede strenge Stadtplanung.
Maria Victoria Sardoya ist Architektin. Sie arbeitete an der Restaurierung des historischen Zentrums mit. Es bietet das Bild einer intakten Kulisse des 18. Jahrhunderts. Carpentier war ein sehr scharfsichtiger Beobachter der Stadt. Und das zu einer Zeit, als die ganze Welt die traditionelle Architektur geringschätzte und den modernen Städtebau pries. Er erkannte, dass diese alte Stadt von fähigen Baumeistern gebaut worden war und über einen ungeheuren Schatz an Kenntnissen verfügte. Dieses Know-how, in dem europäische Architekturprinzipien an die Anforderungen des tropischen Klimas mit seiner sengenden Sonne angepasst wurden, fasziniert den Architektensohn. Die Genialität der Baumeister Havannas lässt sich ablesen an dem, was die Kubaner Medios Puntos nennen. Fensterscheiben, die in Havanna die Häuser in sanfte Schatten oder auch in mystisches Licht tauchen. Es gibt bei Carpentier einen sehr schönen Satz. Er sagt, die Farbfenster seien wie eine Zollstation für die Sonne, denn sie bestimmen, ob und wie weit die Sonne eindringen darf. Denn alle Häuser wurden so geplant, dass sie frische Luft einlassen und vor den Sonnenstrahlen schützen. Ein enormes Spektrum von Scheiben, die den Ansturm der Strahlen brechen können. Und das zu Gelbe, das zu Goldene der flammenden Sonne in ein tiefes Blau verwandeln. Ein Wassergrün, ein mildes Orange, ein Opalweiß, um das von zu viel Sonne gehetzte Wesen zu besänftigen. Gegen Ende der 1920er Jahre werden diese von den Bürgern der Stadt lange unbeachteten Gassen von Alt-Havanna zum Spielfeld der kulturellen Avantgarde Kubas. Alejo Carpentier ist einer der jüngsten von ihnen. Diese militanten Intellektuellen stehen der autoritären Regierung jener Zeit feindselig gegenüber und wandern einer nach dem anderen in die Kerker der Festungsanlage, die die Spanier 1539 am Eingang des Hafens gebaut haben. Auch Carpentier folgt seinen Kameraden dorthin. Schon bald kommt er frei und flieht nach Frankreich, seiner zweiten Heimat. Dort verbringt er 10 Jahre im Kreis anderer Avantgardisten, den französischen Surrealisten. ...1939 kehrt er nach Havanna zurück. Dort entwickelt Alejo Carpentier mit einem Augenzwinkern in Richtung seiner europäischen Freunde das, was er das wunderbar Wirkliche nennt. Denn in der Wirklichkeit Havannas steckt etwas, das Magie und Übernatürliches noch mehr befördert als der europäische Surrealismus. Carpentier sagt, die Magie der französischen Surrealisten sei ziemliche Angeberei und keine richtige Magie. Die wahre Magie komme aus Nord- und Südamerika. Denn hier prallen fortwährend zwei Welten aufeinander, die europäische und die amerikanische. Das wunderbar Wirkliche ist die Begegnung dieser beiden Kulturen, in der das Esoterische und das Magische mehr Macht besitzen als das Wirkliche. Nach 10 Jahren im Exil findet Alejo Carpentier die Hauptstadt verwandelt vor. Ihre Bevölkerung hat sich verdoppelt. Havanna hat seine Tentakel weit über die Mauern der Kolonialzeit ausgestreckt. Zum Beispiel sieht Carpentier zum ersten Mal die neue Uferpromenade. Er findet einen ganz neuen, modernen Stadtteil vor, den Bedado, mit Straßenbahnen und einem Strand. Das gab es früher in Havanna nicht. Der Malecón, die zum Symbol gewordene Uferpromenade,
und die modernen Viertel wie das Vedado sind gesäumt von architektonischen Fantasien, die den Schriftsteller sehr amüsieren. Kilometerlange Kolonnaden inspirieren ihn zu seiner schönsten Ode an die Metropole, die Stadt der Säulen. Ein Passant könnte von der Mauer der Befestigungsanlage am Hafen bis zu den Außenbezirken der Stadt immer an derselben, immer wieder anders gestalteten Kolonnade entlang gehen, in der sämtliche Säulenstile vertreten zu sein scheinen, kombiniert in unendlichen Mischungen. Ein Wald von dorischen, ionischen, korinthischen Säulen, von Säulen in maurischem, manchmal auch undefinierbarem Stil, die durch ihre nahezu systematische Verwendung, wie im Bezirk Centro Abana, der barocken Stadt eine fast homogene Extravaganz verleihen. In den 1950er Jahren feiert er die rein afro-karibische Identität dieses Labyrinths und stellt seine tiefen, vielfältig verflochtenen Wurzeln im Gegensatz zum geradezu hegemonialen Einfluss der Vereinigten Staaten auf die Hauptstadt Kubas. Seit jeher waren die Straßen in Kuba geräuschvoll und verschwatzt. Mit ihren indiskreten Hausierern, ihren Zuckerbäckern, den Obstkarren, den Händlern von allem, was ihnen so in die Hände fiel, den witzereißenden Negerinnen und den herausgeputzten Klatschbasen, den Grünhökern mit ihren Körben voll Gemüse, dem Eismann, der kein Erdbeersorbet führt, weil er an dem Tag zu viel Mango hat. Für Carpentier mischten sich in Havanna alle sozialen Klassen Lateinamerikas. Alle Akteure der modernen Gesellschaft mit ihren vielen Machenschaften. Jedes Haus barg für ihn Intrigen. Er fand das enorm anregend. Eine moderne Gesellschaft, kurz vor einem radikalen Wendepunkt. Am 8. Januar 1959 zieht Fidel Castro siegreich in Havanna ein. Schon bald stellt sich Alejo Carpentier in den Dienst der neuen Macht. In der Revolution erlebte Carpentier den Moment, wo Mythos und Geschichte sich verbinden. Den Moment, wo das Heroische zum Alltag wird. Die Prosa Alejo Carpentiers, in den letzten Lebensjahren durchsetzt mit der Propaganda Castros, verschafft Havanna Eingang in die Literatur. Es ist eine Hommage an eine Stadt, deren Schönheit sich aus ihrer Mischung ergibt. So wie sich in der kubanischen Musik europäische mit afrikanischen Einflüssen verflechten.